Show. Mein Name ist Mina Tanda und ich spiele die Rolle der Maria, die Hexe. Und der Film heißt Huibu und das Hexenschloss. Kannst du deine Rolle in 3 Worten beschreiben? Okay, meine Rolle ist eine herzliche, freche und etwas tollpatschige Hexe. Wie fühlt es sich an, eine 100-jährige Tochter zu haben? Ganz gut, wenn man selbst 389 Jahre alt ist, fühlt sich das echt gut an. Für deine 359 Jahre waren es, hast du dich ziemlich gut erhalten. Kannst du uns dein Geheimnis verraten? Ich sage euch, einfach nur ganz, ganz viel Wasser trinken und sehr viel hexen. Welche Szene hat am meisten Spaß gemacht zu drehen? Also ich fand den Showdown, über den ich natürlich jetzt nichts wirklich erzählen möchte, weil ich möchte, dass es eine Überraschung bleibt, der hat schon sehr viel Spaß gemacht. Was war die größte Panne am Set? Dass Corona anfing und wir aufhören mussten und irgendwann später weiter drehen konnten. Kanntest du Huibu schon aus deiner Kindheit? Aus meiner Kindheit nicht, aber ich kannte es dann, als der erste Film rauskam, vor, ich glaube, 16, 17 Jahren ungefähr, ja. Wenn du wirklich eine Hexe wärst, was würdest du als erstes zaubern? Ich würde gerne die Weltordnung ändern, also sowas ganz, ganz Kleines. Aber um zu üben, würde ich vielleicht Schnee im Winter zaubern, und zwar jeden Winter. Macht ihr am Set öfter mal Witze? Wenn man mit diesen lustigen Leuten dreht, dann kommt man gar nicht umhin, sehr viele Witze sich anhören zu müssen, und es macht großen Spaß. Kannst du uns deinen Lieblingswitz verraten? Ich bin leider die schlechteste Witzeerzählerin der ganzen Welt. Dafür müsste ich meine Tochter jetzt hier haben. Deswegen muss ich euch leider enttäuschen. Ich kann euch keinen erzählen. Würdest du einen Keks aus Fledermauskacke essen, wenn er dir Zauberkräfte verleihen würde? Boah, das ist die schwierigste Frage, die mir, glaube ich, je gestellt wurde, weil ich finde Fledermäuse ziemlich eklig. Aber ich glaube, für die Zauberkraft würde ich es tun, ja. Wo würdest du am liebsten leben? Schloss Burgeck, Knusperhaus oder in Diandras Schloss? Ich glaube, ich würde gerne im Knusperhaus, weil das laufen kann. Also das ist einfach echt cool, ein laufendes Haus. Würdest du lieber unsichtbar sein oder durch Wände gehen können? Unsichtbar. Gespenster dürfen sich ja ihren Namen selbst aussuchen. Welchen Namen würdest du dir geben? Ich würde mich die friedsuchende Frisbee-Scheibe nennen. Könntest du zum Schluss bitte noch unsere HörerInnen der Südpol-Show auf 92,4 grüßen, und zwar mit deinem Namen, deiner Rolle und dem Filmtitel? Hallo, ihr lieben HörerInnen der Südpol-Show. Ich bin Mina Tanda aus Huibu und das Hexenschloss, und ich grüße euch ganz herzlich.